Hallo. Hi. Wer bist du? Woher kommst du? Stell dich mal kurz vor und sag uns, was du machen Ich bin der Emil Kaschka. Ich komme ursprünglich aus Tirol. Ah, Tirol. Jetzt geht das wieder los. Oh mein Gott, grüß dich, mein schöner Bub. Servus. ja, aber ich wohne seit ein paar Jahren in Wien. Also, ich kann nicht verstehen. Tiroler, ja, ich auch nicht. Was soll ich machen? Ja, es ist halt so. Ja. Ja. Setzt dich ein in den Zug, steigst aus Wien. Ist halt so, nicht? Ja. Ja. Was wirst du heute machen? Was hast du vor? Ich werde halt Spoken Word machen. Also das sind Texte, die man bei Poetry Slams vorträgt. Mhm. Ja. Ah, fest. Okay. Okay. Die Masse tobt. Wie bitte? Von dir geschrieben? Von mir geschrieben, genau. Das ist eine der obersten Regeln beim Poetry Slam. Also die Texte muss man selber schreiben, ja. Mhm. Sehr cool. Haben wir etwas gelernt? Ja, habe ich auch nicht gewusst. Ja, cool. Ja. Ja, dann kannst du gerne oder darfst du gerne loslegen, wenn du möchtest. Okay, danke euch. Danke, cool. Viel Spaß euch. Danke. Dankeschön. Okay. Das ist viel Spaß. Habe nun ach in Mathematik, in Englisch und Geschichte und leider auch in Deutsch mit so lauwarmem Bemühen maturiert, den Führerschein gemacht, ein paar Ferialjobs ausprobiert. Dort stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Ich bin Mitte 20, ich sehe so viel Wege in dieser Welt, aber keine Ziele. Ich weiß nicht, was jetzt und nicht wohin, Studium, Arbeit, Auslandsjahr, Möglichkeiten gibt es viele, aber was ist richtig und wo der Sinn? Die Antworten darauf, die möchte ich heute wissen. Kein Preis dafür soll mir zu teuer sein. Ich mach's wie Goethes Faust und lade mir den Teufel ein. Aus einem Buch so magisch rief dieser dunkle Wesen. Mir scheint, ich hätte doch im Regal sowas gelesen. Doch was ich da fand, war nur ein schwarz-gelber Band. Zaubern für Dummies. Doch war zu Goethes dunklen Stunden das Dark Web noch nicht erfunden. Und tatsächlich stand tatsächlich zwischen Nieren implantieren und Auftragskiller engagieren, wie jener zu berufen ist, der böse als Beruf ist. Dort stand der Höllenfürst, die Hörner steil gereckt und sprach gar mächtig im Tiroler Dialekt. Welcher Saubeitel hat mir dem scheiß Internet verlinkt? Also musste ich den Teufel zunächst beruhigen und schenkte uns beiden ein, zwei gar so feine Gläser rot reinen Wein. Dass ich in dieser Welt nicht mehr weiß, was meine Träume sind, noch wie ich sie je erreichen kann, da sprach der Teufel und bot mir einen Pakt an. Deine ausgewachsenen Kindheitsträume, lass sie dir jetzt schmecken und probieren. Folgt der einer, gib mir Bescheid. Er sei erfüllt und du befreit. Aber willst du in der Welt kein einzigen deiner Träume leben? Dann zieh mir los um deine Seele. Schlag auf Schlag, so schlug ich ein und hopp, von Traum zu Traum, so spring ich wie von Zebra zu Zebrastreifenstrich. Oh, seht her und schaut mich an. Hier steht in einer Universität wohl der gebildetste Mann. Durch meine Brille sehe ich euch mit dicken Gläsern schwer. Hab so viel Doktortitel, dass ich klinge wie ein Schießgewehr. Zwar vermag ich heute die kleinste Zahlenwurzel, das größte Baumdiagramm zu berechnen und benennen, doch vergesse ich dann, dass woanders auf der Welt echte Bäume brennen. In noch so vielen Gleichungen vermag ich alle X zu bestimmen und trotzdem sehe ich die Unbekannten dann durch das Mittelmeer im Süden schwimmen. Nein, Teufel, dieser Traum ist einer, der mir nicht mehr gefällt. Ich möchte einen anderen, wer guter sein für diese Welt. Oh, seht, 100 Kameras, die sich hier zu mir recken, 1000 Fragen, die mich hier im Presseraum bedecken und dann will jeder ein Autogramm und auch noch ein Selfie. Ja, und das zurecht, weil ich fahr wie kein zweiter Ski. Ich hab mehr Skirennen gewonnen als Ingemar Stenmark und Marcel Hirscher zusammengenommen. Keiner kann wie ich so schnell durch die Slalomstangen flitzen und bei der Weißwurstparty in Kitzbühel möchte Arnold Schwarzenegger jedes Jahr nur neben mir sitzen. Ich bin wohl die berühmteste Person in Österreich. Würde mich als Präsident aufstellen, das ganze Land würde mich wählen, ich hab so viel Olympiagoldmedaillen. Soweit kann Marco Arnautovic vermutlich nicht mal zählen. Doch. Was ist das? Die Winter werden wärmer, Schnee gibt es bald fast keinen mehr, die Pisten bleiben grün, die Pisten bleiben leer. Seht mein Ruhm, wie er dort vergeht, wie eine Frühlingsbrise, die jetzt den ganzen Winter überweht. Nein, Teufel, hol mich auch aus diesem Traum zurück. Gib mir endlich einen voller Liebe, voller Glück. Oh, seht, ich stehe vorm Altar und sage einer Frau gleich für immer ja, also Teufel im Ernst, Gott, die ewige Liebe und das Leben danach, daran glaubt heute keiner mehr. Das Einzige, was ich dann und wann zum Himmel schicke, sind keine Gebete, sondern der Rauch von meiner Chick. Und die Gretchenfrage ist heute eine Hähnchenfrage, weil alle wollen nur noch Chicks, Chicks, Fix, 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 mit so viel wie möglich Chicks, Chicks, Chicks. Und wie wir es mit der Religion haben, ja, wen will man denn da noch fragen, weil die Kirchen sind so leer wie die längste Taste der Tastatur, also die Leertaste. Nein, Teufel, es war kein Traum da, der mich hielt. Ich habe ausgeträumt und ausgetrunken. Klirr, um meine Seele, um die wird jetzt gespielt. Teuflisch lacht der Teufel, ja dann hol ihr mal die Lose und greift tief in die Tasche seiner zerfledderten Hose. Meine Träume sind verbrannt und dieses ironische Arschloch hat zwei ungleiche Streichhölzer in der Hand.
Zum Leben mag mir scheinen, sinnvoll ist es vielleicht nicht, aber auch nicht sinnleer, weil das deprimierend klingt. Deswegen hat jemand das Gegenteil von sinnvoll sinnlos genannt und das ist schön, weil da steckt ein Los drin und lose ziehen macht Spaß und mit ein bisschen Glück sieht man ein Gutes, wie wir Menschen in Österreich. Und jetzt entschuldigt mich, weil ich ziehe mit dem Teufel los, viel zu verlieren habe ich nicht, weil auf Erden ist der Teufel los.